der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Ich war nie auf einer Akademie. Allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert. Und dem Russen einen so vernichtenden Schlag versetzen, dass er alles rettet. Es ist unwahrscheinlich, dass Wenk mit seinen wenigen Verbänden der Roten Armee... Der Russe steckt 12 Kilometer von Stuttgart und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Wenk hat der Roten Armee absolut nichts entgegenzusetzen. Sie ist ohne Ehre. Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbluten... Ihr seid Feiglinge, Verräter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält. Dieser Versager, dieser Schmarotzer. Heute bin ich nur angekommen, sage, bin ich zu spät. Göring, ein paar Vanille, Faulpilz! Feiglein, Darin! Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen! Old man. Aber dafür müsste man ihn an die Wand stellen! Sofort! Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Und wir sind seinem Willen verpflichtet! Tion in unserem Staate möglich gemacht! Ich habe Vorsorge getroffen, dass Ihnen, Greim in Kürze, 1000 der modernen Strahljäger zur Verfügung stehen. Damit können Sie die Luftwaffe wieder schlagkräftig machen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Fähig. Dann soll die Armee im Kehrt machen! Fähig. Ihr Ansuchen, Berlin zu verlassen, ist ganz und gar unakzeptabel. Da regen sich die Menschen auf, weil ich mit einem Mädchen gehe. Dann soll die Armee im Kehrt machen! Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Widerstand in den Weg gelegt. Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle höheren Offiziere registrieren zu lassen, wie Stalin. Feiglein! Wieso behaupten Sie, ein Angriff Wenk sei unwahrscheinlich? Kommende Generation dankbar sein. Ich wiederhole, ich kann da kein Mitgefühl empfinden. Das Volk hat dieses Schicksal selbst gewählt. Ist der Mann auf der Stelle hinzurichten. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen stets jedes Mitgefühl versagt. Anders kann man das nicht machen. Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Verrat! Stalin! Nur wenn sie den Heldentod sterben wollen. Wir sind Soldaten. Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet. 3 Armeen, die bei Prag bereitstehen, in den Rücken. Und also nur ganz kurz her, um zu sagen, dass er eigentlich in Süddeutschland dringend gebraucht wird. Göring sofort entmachtet wird und alle Ämter aufgibt. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wenk! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Eine große Verantwortung liegt nun auf Ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkrempeln. Jawohl, die Lage ist aussichtslos, aber sozusagen beschissen. Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Stalin! Himmler! Mein Führer, wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann sollten Sie Berlin verlassen. Mein Führer, als Reichsarzt SS gibt es für mich keine Aufgaben mehr hier. Von vor kommt der Beschuss! Kapitulieren niemals! Das ist empörend! Wir müssen die Zivilbevölkerung schützen! Der Befehl des Führers ist unumstritten! Egal, was passiert, wir werden Sie durchhalten, die Kampfführung! Sie werden das saufen in Ihrem eigenen Blut! Nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Ich muss schon raus. Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volk! Ich will sofort zum Bericht! Fegelei! Wildfremder, unberechenbarer Künstler! All die anderen! Ja! Die Korruption in unserem Staate möglich gemacht!
Ja! Mein Führer, bitte! Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich wäre krank! Verlassen Sie uns nicht! Was soll denn aus uns werden? Ein paar Vanille Faulpelz! Verrat an meiner Person! An meiner Person! Fegelein! Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Bringen Sie mir Fegelein! 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 Fegelein!